Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Wir haben in der letzten Folge noch ein bisschen Kupfer abgebaut. Und jetzt sollte das ja über Nacht hier alles fertig sein. Das sieht ganz gut aus. Wir nehmen es mit. Warum waren es nur 2 Kupfer? Wir hatten doch... Ach, ich bin doof. Wir hatten das restliche Kupfererz hier wieder in die Kiste geschmissen. Wir brauchen nämlich noch 4 Stück. Und hier haben wir die noch. Ach, die hätte ich mal vor der Nacht noch schnell. Mist, wir tragen zu viel. Werfen wir schnell die Kohle hier hin. Ja, die hätte ich mal vor der Nacht noch hier reinpacken können. Sorry. Dann wäre das ein bisschen schneller gegangen. Aber naja, egal. In der Zeit können wir jetzt erstmal wieder die Kohle einsammeln. Und wir gucken mal hier. Aber die sind alle noch nicht fertig. Nö, dann brauchen wir jetzt auch noch nicht. Noch nicht groß einsammeln. Dann machen wir eben schnell noch was zu futtern. Fleisch haben wir ja mittlerweile genug. Wir haben echt eine ganze Menge Nixenschwänze. Haben wir jetzt noch Holz? Ja, wir haben noch Holz. Dann lassen wir die in der Zeit schnell grillen. An unserer coolen Grillstation hier. Guck mal, hier drüben fehlt noch eins. Huch. In der Zeit kann das Kupfer brodeln und wenn das fertig ist, machen wir uns das Bronzeschild. Ich habe ansonsten nichts weiter gemacht. Ich habe bloß nochmal alle Werkzeuge repariert, bevor die Folge losging. Dass wir hier gut starten können. So, runter, 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 runter und runter und runter und runter und runter, runter und runter, runter. So. Sammelt's ein. Haben wir jetzt alles? Ich hoffe doch. Dann nochmal drauf. Dann sind wir hier erstmal wieder ganz gut ausgerüstet. Das ist halt auch echt das Schöne an der Basis hier am Wasser. Hier rennen halt viele Nixen rum. Das hatten wir mit der ersten Basis leider überhaupt nicht. Und ich finde, so fürs normale, ich sag mal, rumlaufen, jagen, gehen, Holz sammeln, finde ich eigentlich die Kombination mit den 2 verschiedenen Fleischsorten ziemlich genial. Ich glaube, Schweinezucht lassen wir erstmal in der alten Basis. Weil jetzt nochmal hier Schweine, das wird mir dann alles ein bisschen zu stressig. Und dann gehen wir halt immer mal rüber. Ich meine, wir könnten die auch schon längst mal schlachten. Ich habe es leider immer noch nicht rausgefunden, ob die vielleicht mit der Zeit sterben, wenn man die nicht, also wenn man die zu lange nicht füttert. Ich hoffe halt nicht, aber wir hatten ja durchgezählt, das letzte Mal waren es 13, jetzt haben wir ein paar Mal gefuttert. Wir gucken mal, ob es mehr geworden sind. Wenn es weniger werden, dann müssen wir uns definitiv mehr kümmern. So, und hier haben wir Nummer 4. Und das eine war natürlich wieder zu viel. Wir packen die Kohle erstmal rein, wir könnten uns hier mal noch irgendwie eine Truhe oder so hinbasteln. So, dann machen wir wieder Trick 17. Dass wir ein bisschen schneller vorwärts kommen. Und dann können wir die Kohle hier schnell reinpacken. Wo haben wir es? Da oben ist es. Und wir holen uns das restliche Metall. So, also wir hatten... Ach, Moment. Ich bin doch doof. Ich bin schon wieder so doof. Wir brauchen noch 20 Kupfer und 10 Zinn. Und jetzt habe ich da vorne gesammelt und war froh, dass wir... ja, ich habe mich einfach verrechnet. Es tut mir leid, so viel Kupfer haben wir gar nicht. Ach Mist, dann müssen wir doch nochmal schnell zurück. Sind wir voll umsonst wieder hierher gerannt. Ich Vollidiot. Naja, Fehler passieren. Ist halt einfach so. Dann packen wir hier doch nochmal alles wieder weg. Wie sieht's denn aus? 74 Kilo ist okay. Ja, da müssen wir doch nochmal schnell zurück. Und wir müssen unbedingt was essen. Wir haben nur 2 essbare Sachen. Ach, wisst ihr, wir hauen uns jetzt mal eine Karottensuppe rein. Die hat doch ordentlich Ausdauer gegeben, genau. Dass wir mal wieder ein bisschen schneller unterwegs sind. Ja, das war doof von mir. Irgendwie hatte ich die 10 im Kopf. Und wir brauchen ja auch 10 Bronze. Aber 10 Bronze bestehen aus 20 Kupfer und 10 Zinn. Und genau da war mein Denkfehler. Naja, dann nochmal fix zurück. Dann holen wir uns da noch eben, ich glaube genau 10 Erz. Brauchen wir nicht ganz, sondern ein bisschen weniger, aber wir hacken jetzt einfach mal noch 10 Erz weg. Und dann sollten wir es doch hoffentlich bald mal erledigt haben, was das Bronzeschild angeht. War ein ganz schön langer Weg.
Ich hätte auch gerne zwischendurch mal wieder Kupfer gesammelt, ohne Aufnahme. Aber manchmal lässt es die Zeit halt einfach nicht zu. Gibt dann halt mal Tage, wo ich mehr Zeit habe und wo ich wirklich mal 2-3 Tage hintereinander einfach hier ein bisschen sammeln und alles Mögliche machen kann. Und dann gibt's aber halt auch mal wieder Tage, wo das halt zwischendurch nicht klappt. Also seid mir da nicht böse. Irgendwie habe ich keine Lust, dass der uns im Wasser angreift. War noch schnell ausgeschalten, den guten. Aber zum Glück ist das Kupfervorkommen ja relativ nah dran. Dann sammeln wir jetzt noch das Restliche, dann hauen wir es nochmal in den Ofen, dann können wir uns endlich das Schild basteln, dass es wieder in die Krypten geht. Lasst mich mal kurz schauen, hier oben links war es. Ah, wir haben sogar zweimal Kupfer hier markiert. Also sollte es ja auf jeden Fall reichen. Ja, und dann, wie letzte Folge schon erwähnt, wird es weitergehen mit der Eisensammlerei. Damit wir uns hier noch ein bisschen eine bessere Rüstung basteln können. Wenn das dann alles mal getan ist, dann könnten wir uns eventuell schon langsam Richtung Knochenwanz bewegen. Wir wissen allerdings auch noch nicht, wo er ist. Aber die Steine werden, glaube ich, auch in den versunkenen Krypten stehen, die uns den Ort dann einmal markieren. Also wird sich das bei der Eisensammlerei wahrscheinlich von alleine erledigen. Damit wir dann auch mal den Knochenwanst haben. Aber ich habe irgendwie auch, also ich würde mir gerne Zeit lassen mit den Bossen. Weil ihr habt es gesehen, nach jedem Boss wurde es irgendwie immer schwieriger. Mehr Angriffe, mehr Gegner in der Nacht. Ich glaube nicht, dass ich mir das einbilde. Oh, Blaubeeren. Nee, das war's doch gar nicht. Hier vorne war's. Jetzt hätten wir fast Steine gesammelt. Das wollen wir natürlich nicht. Können mal gucken, auf welcher Stufe habe ich denn die Spitzhacke auf der 1. Können wir bestimmt auch nochmal verbessern. Das darf ich nicht vergessen. Das haben wir schon zu lange außen vor gelassen mit der ganzen Upgrade-Geschichte. Da gucken wir dann gleich mal, sobald wir wieder in der Basis sind. Warum gibt's denn hier nur Stein? Das kann doch nicht sein. Jetzt haben wir Kupfer. Oder? Ja, zweimal Kupfererz. Ja, mit so einer Möhrchensuppe ist natürlich schon cool. Tut mir leid, dass ich da immer so knauserig bin. Und hier noch mit den ganzen Standard-Lebensmitteln, die wir schon seit Anfang an haben, rumrenne. Ich werde mich bessern. Müssen mal gucken, Möhrchen haben wir ja mittlerweile genug. Ich glaube, was kam noch rein? Ein Pilz oder so? Halt schade, dass man die Pilze noch nicht anbauen kann. Hier hinten liegt noch Kupfer. Ach, jetzt kommt wieder der nächste Überfall. Und dann rennt sie gleich wieder weg. Was ist denn los mit euch? Jetzt guckt er, Blöde. Na, verdammt. Er möchte es halt auf Nahkampf. Dann kriegt er es auf Nahkampf. Wie viele haben wir denn? Wir haben 12 schon gesammelt. Ja, wir lassen das so. Wir hätten das jetzt natürlich noch komplett abbauen können. Aber mir tut es halt schon so leid, dass wir nochmal her mussten. Weil ich eigentlich jetzt in der Folge direkt mit euch Schild basteln und in die Krypten wollte. Deswegen lassen wir das mal so und das hole ich irgendwann später mal noch ab. Ich muss mir auch definitiv den Eiktür-Skin wiederholen. Skill natürlich. Das ist noch ein bisschen doof. Ich hoffe, da gibt es noch irgendwie eine Lösung, dass man das hin und her wechseln kann, ohne jedes Mal zu den Opfersteinen zurückgehen zu müssen. Es ist halt doch immer schon ein ganz schöner Weg. Ich meine, klar, wir können uns teleportieren und hinrennen, aber es sind halt trotzdem bestimmt jedes Mal locker 2-3 Minuten,
von unserer kostbaren Zeit. So, wir sind richtig. Wird das Ding hier schon mal gesehen? Ja, ne? Da steht eine Truhe oben. Die habe ich definitiv noch nicht gesehen. Kommen wir da von hier ran? Kommen wir? Ach, wir kriegen die Münzen nicht weg. Das Wichtigste. Und das Krautzwergenauge kann weg. Davon haben wir mehr als genug. Feuerstein? Ach, Mist. Harzweg haben wir auch genug. Lieber Feuerstein mitnehmen. Weil gerade Feuerstein fehlt uns mittlerweile ein bisschen, ne? Lasst uns mal noch eben gucken, dass wir hier ein paar mitnehmen. Weil die Feuersteinpfeile sind halt schon relativ cool. Wäre eigentlich auch geil, wenn wir uns die noch basteln, bevor es in die Krypten geht. Dass wir halt zumindest, weiß ich nicht, schon mal ein, zwei Pfeile auf so einen Twarger schießen können und denen damit schon mal gut Schaden zufügen. Wir haben ja mittlerweile auch die Giftpfeile. Feuerpfeil auch. Müssen wir mal schauen. Wir können mal gucken hier beim Schwimmen. Was macht denn der Giftpfeil? 26 Stechen, 52 Gift. 11 Stechen, 22 Feuer. Also die Giftpfeile sind wohl doch nochmal eine Nummer geiler. Ist halt nur die Frage, ob die so effektiv sind gegen die Twarger. Weil das ja effektiv Gegner aus den Sümpfen sind, also könnte sein, dass die einen Giftwiderstand haben. Ja, das Spiel gibt ja im Ladebildschirm auch immer mal Tipps, dass nicht jede Waffe gegen jeden Gegner effektiv ist. Halt die Frage, ob Gift gegen die sehr viel nützt, aber das würden wir natürlich einfach einmal ausprobieren und dann sehen wir doch, ob es was hilft oder nicht, aber besser als die normalen Pfeile wird es immerhin sein. Bei 22 Stechen ist schon ziemlich bitter. So, jetzt schnell. Kupfer hier rein. Kohle haben wir 7 Stück noch drin. Müssen wir auch gleich nochmal nachlegen. Wir hauen das Kupfererz hier rein. Dann holen wir uns noch etwas Kohle. Werden bestimmt gleich wieder überladen sein. Beziehungsweise es passt gar nichts mehr bei uns in die Taschen. Dann machen wir die nochmal schnell leer. Eigentlich wollte ich keine Himbeeren mehr essen, aber gut, wir könnten die gegen Honig tauschen. Honig. Honig hält halt immer so kurz, aber die Himbeeren sind mir echt lieber zum Füttern. So, dann haben wir hier noch eine Trophäe. Ein bisschen Holz. Ah, normales Holz war es, glaube ich, genau. Was haben wir hier oben alles noch? Bernstein und Wertvolles. Wertvolles, Wertvolles, Wertvolles. Bernstein hatte ich, glaube ich, mit bei Stein reingehauen. Obwohl man das eigentlich auch mal bei wertvollen Sachen mit reinpacken könnten. Und Werkzeug hatten wir auch. Werkezug. Das ist mir noch nie aufgefallen. Werkzeug natürlich. Guter Werkezug. Dann hauen wir mal... Nee, den hauen wir nicht rein. Das hauen wir rein. Das können wir hier noch ein bisschen stapeln. Und nochmal beim Fleisch wieder mit reinpacken. So, jetzt die Kohle. Weiß nicht, ob die reicht. Wir nehmen einfach mal noch ein bisschen was mit. So. Du bist fein am Brutzeln. Wir hauen dir hier nochmal ein bisschen Kohle hinterher. Und kümmern uns in der Zeit mal um unsere Samen. Rinden verbessert. Und das beim Karottensamen ernten. Das musst du erstmal schaffen. Ähnlich könnten wir auch auf den Dingern hier langlaufen. Wo, nee, das ist mir zu kompliziert. Wir müssen es nicht übertreiben. Ach ja, das ist schön mit den Möhrchen. Müssten mal gucken, was die Möhrlis generell für Stats haben. Davon haben wir ja nun bald mehr als genug, dass wir die einfach noch als drittes Lebensmittel mitnehmen. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. So, ein bisschen anpflanzen. Wir haben nicht mehr so viel Ausdauer.
Na komm. So, und die zwei noch, dann ist das wieder voll. 5 Kupfer, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Wir gucken nochmal eben schnell an der Schmiede. Das Bronzeschild, wo haben wir es versteckt? Hier unten. Das ist halt, was haben wir, Blockwert 45 und aktuell rennen wir rum mit 20. Das ist halt eine doppelte Verbesserung über die doppelte Verbesserung. 10 Bronze, 4 Holz. Also können wir schon mal 4 Holz einstecken. Wir nehmen uns hier auch das mit. Fragen zu viel. 299 Kilo. Wir haben schon wieder fast nur noch die Sachen einstecken, die wir einstecken haben müssten, ne? Das ist halt wirklich alles ein ganz schöner Krampf mit dem Inventar. Weiß nicht, was ich noch wegpacken soll. Ich möchte nichts wegpacken. 279 haben wir, aber das, wir müssen ja noch 10 Zinn einpacken. Wir nehmen mal kurz so eine leere Kiste. Was hatte ich gesagt? 6 Holz, ne? Die müssen wir erstmal noch mitnehmen. Und dann packen wir einmal hier unten. Hier ist ja auch noch Holz. Und mal ganz kurz den ganzen Spaß hier ein. Oder weg. Wir brauchen nämlich noch 10 Zinn. Wir sind trotzdem schon wieder voll. Was wiegt denn hier so viel? Der Honig? Das ist einfach generell auch unsere Rüstung, ne? Kiste war voll. Guck mal, wir können alles rauswerfen. Wir kriegen es nicht hin, genügend Zutaten für das Bronzeschild mitzunehmen. Nur weil wir eine Rüstung anhaben, ne? So. Aber selbst dann nicht mal. Es ist halt echt... echt eine Hausnummer. Das ganze Erz. Naja. So, wie viel haben wir jetzt hier? Nimm's mit, mir egal, ob du zu viel trägst. Aber wir haben jetzt endlich genug. Ach, möchte es mal cool machen. Schön beim Vorbeirennen einsammeln. Aber irgendwie wird es meistens nicht so cool. So, dann Bronze. Es wird zum Glück dann wieder ein bisschen leichter, das heißt... aber eigentlich ist auch egal, weil wir bauen uns sowieso gleich das Ding. Wir haben 10 Bronze. Und, ach, 4 Holz waren es, gar keine 6. Egal, wir haben es geschafft. Was für ein langer Kampf. Ah, wir haben das Faustschild. Cool, ich freue mich sehr. Wir haben es noch auf Stufe 1, wir können gleich mal gucken. Nochmal 5 Bronze. Würde aber den Blockwert... jetzt steht er auf 50, dann nicht vor uns 45 da. Ach so, wenn wir das auf Stufe 2 machen. Entschuldigung, ich dachte, das hier drüben ist die Stufe 2. Also was hatte ich gesagt? 5 Bronze. Dann bräuchten wir noch 10 Kupfer, das haben wir nicht. So viele haben wir dann doch nicht. Aber das können wir in der alten Basis machen. Gucken wir gleich mal. So, dann haben wir hier das. Dann hätte ich ganz gerne hier den Bogen. Die Bronze-Axt. Naja, Holz sammeln. Wir nehmen sie trotzdem mal mit. Die Hacke brauchen wir auf jeden Fall. Den Bauhammer können wir liegen lassen, den Flug, das passt alles. Okay, dann gehen wir in die Kiste. Weiß nicht, ob wir das Ding wirklich noch mitschleppen wegen einem Rüstungswert. Ich glaube fast nicht. Ah, ein bisschen Verschwendung. Aber ich glaube, das können wir sein lassen. So, ich hätte ganz gerne die Mörlis. Die Würstchen. Nixenschwänze, normales Fleisch. Und Honig. So, dann können wir das Holz rauspacken. Und die Pfeile rüber und den sumpfigen Schlüssel brauchen wir natürlich auch. Jetzt würde ich nochmal gucken. Wir haben ja Feuersteine. Obwohl, verschießen wir vielleicht erstmal alles, was wir haben? Wir verschießen erstmal alles, was wir haben. Nein, machen wir nicht, weil wir haben nur noch 17 normale Pfeile gehabt. Wir haben auch bloß 2 Feuersteine. Gut, ich wollte uns eigentlich gerade Feuersteinpfeile machen. Aber nach unserem Feuersteinbestand in der Truhe hat sich das dann doch eher schneller erledigt, als mir recht war. Dann haben wir das. Wir müssen unbedingt noch normale Pfeile basteln. Dafür brauchen wir Federn. Nehmen wir kurz das 50er Pack und höchstwahrscheinlich auch noch Holz. Und dann basteln wir uns mal fix noch ein paar Pfeile.
können gleich mal noch gucken bei dem Hirschzertrümmerer. Schleimbombe könnten wir bestimmt auch zeitnah schon mal machen. Hauen 5. Keine Ahnung, ob das dann vergiftet, aber Geruch ist unerträglich, könnte schon auf Gift hindeuten. Wo ist denn der Hirsch? Ihr Hirschbrecher heißt er. Brauchen wir 5 Hirschtrophäen, ne? Das ist ja okay. Das können wir definitiv mal noch machen. So, dann haben wir jetzt hier erstmal wieder genügend Pfeile. Wird schon wieder Nacht, ging ganz schön schnell rum hier. Wir sind schon wieder am Folgenende angelangt. Wahnsinn, ging die Zeit hier schnell rum. Oje, oje, oje. Dann packen wir das Holz noch fix hier rein. Und dann machen wir hier an der Stelle jetzt erstmal Schluss. Machen nächste Folge nochmal fix in die alte Basis, weil dort haben wir noch Kupfer. Und wenn das wirklich reichen sollte, ich gucke vorher mal, bevor ich die Folge aufnehme, dann könnten wir das Bronzeschild noch auf die 2 bringen und dann geht's endlich in die versunkenen Krypten. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. 19 Uhr, morgen geht's weiter. Bis dahin, macht's gut.